Parallel zur züchterischen Arbeit werden die neuen Sorten zunächst im Zuchtgarten vermehrt. Hier entsteht das sogenannte Vorstufen- und Basissaatgut. Letzteres wird dann im Feld ausgesät und von Landwirten zu Z-Saatgut vermehrt. Sie müssen dabei aufwendige Vorgaben an die Bestandsführung einhalten. Mit der Feldvermehrung legen sie den Grundstein für die hohe Qualität des fertigen Produkts. Besondere Herausforderungen in der Saatgutproduktion sind für uns natürlich die Hygiene und Sortenreinheit zu jedem Zeitpunkt, auch in stressigen Momenten, immer sicherstellen zu können, das Vier-Augen-Prinzip walten zu lassen, immer hellwach zu sein und am Ende natürlich auch eine Sorte angebaut zu haben, die der Markt dann nachher auch nachfragt. Vermehrer sind ausgewählte Landwirte, die für ihre Handelspartner gemäß strenger Anforderungen einwandfreies Z-Saatgut erzeugen. Mitarbeiter der amtlichen Saatgut-Anerkennungsstellen kontrollieren dies im Rahmen von Feldbesichtigungen. Sie prüfen, ob die Vermehrungsflächen die gesetzlich festgelegten Kriterien im Hinblick auf Sortenreinheit, Sortenidentität und Mindestabstände erfüllen.